Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ja, das ist auch so eine richtige deutsche Flexkarre, ne? Damals. Flex. Tippitoppi, wird Marcello sagen. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder eine Folge von Wie viel ist dein Auto wert? Wir haben heute ein ganz wildes Raumschiff am Start. An meiner Seite ist Marcello. Was geht ab? Was geht ab? Der hat hier seine 430er S-Klasse mitgebracht. Und ja, es gibt einiges zu gucken. Let's go! Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Marcello. Digga, ja, was hast du da gebaut? Metallumbau halt, ne? Was hast du da gebaut, Digga? Von A bis Z, ja, alles. Soll ich einfach mal anfangen? Erzähl mal ein bisschen über deine Karre, es ist einfach zu wild. Also wir fangen am besten mal mit dem Bodykit an. Das Bodykit habe ich mir bei eBay geschossen, war gar nicht so teuer, irgendwie 900 Euro. Mhm. Aber da stimmen ja halt so ein bisschen die Spaltmaße nicht. Ich sag mal, das können wir immer hier an so ein paar Stellen hier sehen. Die Leiste, die muss ich hier ja mit dem Dremel bearbeiten und. Aber ich sag mal, für den Preis, ne, AMG-Paket kostet auch irgendwie um die 2 Mille. Richtig, ne? 2 Mille. Ja, je nachdem, was du da gebraucht kriegst vielleicht. Ne? Neu kannst du die Dinger ja gar nicht bezahlen. Die geht in quasi die Seitenschweller, Heckstoßstange und Frontstoßstange. Dann habe ich mir aus Bulgarien hier gelbe Blase, ja, beim Stana. Also ja, Fender Kotflügel besorgt. Klar, fast genau sind die auch nicht wirklich, aber ich finde es extrem geil, vor allem mit diesem großen Lufteinsatz. Ja, ich habe auch gesehen, du hast ja da irgendwie so Lichter reingebaut. Da ist Marcello. Und zwar habe ich hier unten drunter habe ich, die sieht man glaube ich nicht mehr, weil die Polizei sieht das auch nie. Doch hier sieht, wenn man von hier guckt, sieht man das quasi. Ja, kann man schwer erkennen. Ja, auf jeden Fall sind da RGB-Lights drin. Ja, lustig. Hast du auch unter Boden und sowas, ne? Nee, aktuell. Aktuell nicht? Liegt noch zu Hause. Aber du hast, was ich gesehen habe, du hast diese Polizeibeleuchtung hier vorne drin, ne? Ja, die ist momentan aber so abgeklemmt, weil das Problem ist an der Sache, die kommt auch aus China und. Die wird mit Fernbedienung geschaltet und ich hatte die auf Dauer Plus und die ist während der Fahrt immer angegangen. War natürlich doof. Okay. Ja, dann sehe ich hier OZ, 20 Zöller. Tieferlegung, Koppelstange. Genau, Koppelstangen, aber alles mit Gutachten, alles eingetragen und ja, was gibt es noch zu sagen? Was hast du bezahlt für die Kiste im Ursprung, als der Standard gekauft wurde? Also ich habe den Standard bezahlt, hatte ich 3,6, da hatte der 180.000 runter und ja, der war halt optisch und technisch, ja. Aber gut. Für, dass der 180.000 gelaufen hat, für 3,6 finde ich eigentlich okay. So, das Einzige, was an der Karre nicht eingetragen ist, bis dato, ist der Heckspoiler. Das ist auch da, deine letzte Errungenschaft, richtig? Genau, die habe ich erst, ich glaube, letzte Woche eingebaut und ja, kam auch aus dem Ausland ohne Gutachten leider und wollte Prüfer mir nicht abnehmen. Aber ganz ehrlich, die neuen Autos haben alle so ein Ding. Ja. Keiner drauf. Sieht auch aus wie original. Kann man so sagen. So, kurze Bestandsaufnahme. Wir haben hier einen 430er Benz, eine S-Klasse aus dem Baujahr. 99, einer der ersten. Einer der ersten, 99er Baujahr. Ich hatte auch so einen als 500er, das war damals mein erster 500er.
ein sehr luxuriöses Kfz. Damals über 100.000 Euro gekostet, dieses Auto. Und man kriegt auf jeden Fall bei den S-Klassen in dieser Baureihe, das ist der W220, jede Menge Auto für sehr geringes Budget. Wir haben gerade rausgefunden, wir haben für 3.600 Euro Einkaufswert dieses Auto hier betitelt. Ja, Marcello, ich weiß gar nicht, Alter, was ich sagen soll zu deinem krassen Umbau. Ich nenne es einfach mal das Raumschiff oder das Traumschiff. Es ist einfach zu krank. Marcello hat dieses Auto selber foliert in seiner Werkstatt und hat vorher mit Folierungen nichts zu tun gehabt. Dafür finde ich das überkrass gemacht. Es gibt da oder hier mal die Stelle, klar, da kann man es mit einem guten Auge sehen, dass es selber gemacht wurde. Aber ich muss sagen, 1A Arbeit, Tieferlegung, Felgen harmonieren super. Das Bodykit ist eine Geschmackssache. Da hat Marcello mir gerade erzählt, AMG hat jeder, er wollte so ein bisschen anderen Flex. Einfach so ein bisschen anders nice machen, das Ding. Tippitoppi, wird Marcello sagen. Ja, erzähl mal, wie lange hast du das Auto? Oh, das Fahrzeug habe ich jetzt circa 5 Jahre. 5 Jahre schon? Und jetzt kam es erst auf den Trichter, das langsam. Ja, ich habe ja vor einem Dreivierteljahr angefangen, alles umzubauen. Und okay. Ja. An der Stelle, Marcello hat auch einen YouTube-Kanal. Wenn ihr den kompletten Umbau von dieser Karre hier reinziehen wollt, ich verlinke euch mal das Ganze in die Videobeschreibung unten rein. Checkt den Jungen aus. Ja, Marcello, du bist aus Duisburg. Genau. Richtig. Du wirst in Duisburg wahrscheinlich sehr oft auch angehalten mit der Kiste, richtig? Ja, richtig. Keine 5 Minuten vor Ort und schon haben sie mich angehalten. Also kurz nach der Abnahme ist schon das erste Mal wieder, ne? Okay, aber eine Stilllegung hat es jetzt noch nicht? Nö. Mängelkarte? Nö, gar nichts. Nichts bemängeln? Nö, weil ist ja alles eingetragen und... Okay. Also Marcello fliegt so wie so ein UFO durch Duisburg jede Nacht. Das Ding voll beleuchtet. Von innen, von außen. Genau. So, nenn mir mal 3 Gründe für dich, dieses Auto zu kaufen. Also 3 Sachen, die du an deiner Karre feierst. Also zum einen finde ich geil, dass du hiermit wirklich ja, gediegen fahren kannst, wirklich S-Klasse-like. Aber du kannst natürlich auch ballern mit der Karre. Ne? Das ist, ja, ich habe gerade erfahren, er ist schon 2,5, 2,6 mit der Karre gefahren. Das ist geisteskrank, weil ich hatte ja auch dieses Auto. Es ist für mich ein sehr schwammiges Fahrwerk gewesen. Die Kiste war quasi so und damit schnell zu fahren, da brauchst du richtig Cojones und ja, die hast du angeblich. Und, wir können ja gleich mal auf die Bahn fahren, dann zeige ich dir das. Ja, ich wollte jetzt heute nicht sterben. Sag mal noch 2 Punkte für dein Auto, die für dein Auto sprechen. Also der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass es sehr komfortables Fahren, ne? Das heißt auch für längere Strecken und sowas ist ja einfach geil. Ich bin nach Italien gefahren, Gardasee, 11 Stunden, kein Thema, Massagesitze an und ja, ab geht es. Was verballert der so? Boah, können wir ja mal gucken. Also 16,5 Liter. Ja, war ungefähr auch bei meinem 500er so. Die 500er haben 306 PS gehabt, der 308. Der hat hier... 306. 306 war das? Ja. Der hat, wie viel Leistung hat der? Also serienmäßig hat er 2,79, aber der hat ein Software-Update gekriegt und hat jetzt ungefähr 2,97, 2,98 und ein bisschen mehr Drehmoment. Also fast 1000 jetzt. Fast. Okay, Digga. Dritten Punkt. Ich mag, dass das Auto jetzt in diesem Zustand ein Unikat ist. Das wird man so nirgendwo mehr sehen. Mit der Karre okay. Fällt sie auf. Klar, dem einen oder anderen gefällt es, den anderen nicht. Ist halt Geschmackssache, ne? Ja. Okay, also dass man damit auffällt, bin ich voll bei dir. Du hast auch eine sehr unauffällige Farbe gewählt für dieses Fahrzeug. Was ist das für eine Folie? Das ist Orakalfolie, Azur, okay. Blau, Matt Metallic. Okay. Ich wurde gestern noch von dem Bullen angehalten und der erste Satz von ihm, boah, was sind das für eine geile Farbe. war geil, der hat dann auch gar nicht mehr kontrolliert, schöne Weiterfahrt. Ja, das ist gut. So, jetzt gehen wir mal auf dein Interieur ein. Wir haben ein typisches S-Klassen-Interieur. W220, nichts Spektakuläres. Was verändert ist, was ich direkt sehe, ist... Das Command hier, also das Navi, das ist anders. Ist da ein Tablet verbaut oder was ist das? Hier sind diese sogenannten X-Trans China Radios. Okay. Das ist aber eigentlich ganz gut, kannst da sämtliche Apps drauf knallen. Ich habe jetzt gesehen, du hast hier auch
Ambientebeleuchtung drin. Professionell eingebaut. Genau, hier haben wir Härteverstellung, Auto hochfahren, also diverse Funktionen. In der S-Klasse ist sowieso immer alles sehr gut ausgestattet. Wie Marcello sagt, Shizzle Bang. Shizzle Bang, tippitoppi. Okay, dann würde ich sagen, ich steige aus, du startest Apollo 13 einmal. Und dann gibst du mal Kickstoß. Zeig mal. Oha! Warum macht er dieses T-T-T-T-T? Ah, krass. Habe ich ja so noch nie gehört, Alter. Da hinten ist gerade ein Motorrad an den Bordstein gefahren. Shit. Ja, ist ihm jetzt auch peinlich. Naja. Aber das ist auch, du bist jetzt was für ein Landsmann? Ich bin deutsche Kartoffel. Natürlich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ja, das ist auch so eine richtige deutsche Flexkarre, ne? Oder? Ich hoffe, das ist nicht so abwertend gemeint hier, ne? Nein, ich meine jetzt, damals, guck mal jetzt, zum Beispiel, der CL, ne? Ja. Der war ja so zuhältermäßig. Der hier ging eher mehr durch wie Zahnärzte, Ärzte, ja, genau. Ne? Makler. Auch ein Arzt vorher gefahren. Das ja, siehst du. Weißt du? So richtig so deutscher Flex halt einfach. Ja, von außen halt 90er Jahre. Einfach eiskalt mit seinem Marcello. Kennzeichen gefahren, Alter. Da war jetzt echt Sahne gehabt, der. Weißt du, was super nice wäre? Wenn du einfach mal Marcello-Kennzeichen drauf machst für deinen Kanal jetzt. Ja. Und dann einfach mal testest, wie lange kannst du damit rumfahren? Das hatte ich schon vor, das hatte ich tatsächlich vor, kostet auch nur 60 Euro Strafe. Bis du angehalten wirst, schreib mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Das wäre auf jeden Fall nice, da wäre ich auch sogar dabei. Hast du denn vor, den Wagen zu behalten oder willst du den verkaufen? Ja, eigentlich wäre es Schwachsinn, den zu verkaufen, mal so eine Kohle reingesteckt. Aber ich kann natürlich auch nicht alle Autos halten, ne? Aber jetzt aktuell 3 und vielleicht noch einen 4. und dann muss ich mal gucken, dass ich mich von einem trenne. An der Stelle schreibt doch mal rein, was ist euer Eindruck von dem Fahrzeug und auf was für einen Wert würdet ihr bei diesem Fahrzeug kommen und ja, wie viel ist dein Auto wert? Was hast du an Tuning reingesteckt? Och, ungefähr 5 Mille. 5000 hast du reingesteckt, 3,6 hast du die Kiste gekauft. Ja, und so viel ist, wenn das an dir ist, ist sie trotzdem nicht so viel wert. Ja, normal. Nee, das Tuning halt wird nie den Wert steigern von einem Fahrzeug. War niemals so. Auf der Autobahn werden jetzt auf ein Stück fahren, wo keine Geschwindigkeit begrenzt ist, um so ein kleines Gefühl mal dafür zu bekommen, was der Chip bewirkt hat bei deinem Motor. Findest du das schade, dass das kein 500er ist? Oder? Weil ist er nach wie vor ein V8? Ist nach wie vor ein V8, hat genau. Genug Dampf und jetzt mit der Softwareaktualisierung also bist du zufrieden, ja? 500er nass, Standard. Marcello ist hochkonzentriert. Ja, natürlich, yeah. Ich will ja, dass du lebst. Okay, dann hau das Chisela Bang mal auf die linke Spur. Und dann werden wir, ich filme dein Tacho, werden wir mal aus 100 raus. Boah. Alles klar. Alles genau, machen wir hinterher. Jetzt Geschwindigkeit frei. 140, 160, 180. Ja, jetzt, wir fahren auf eine volle Bahn. Das war's. 200, das reicht. Ich wollte heute nicht. Warte mal, bei 210, guck mal, was passiert im Tempo. Was passiert bei 210? Ja, sie siehst du jetzt gleich. Ja, der Wichser hier. 28. Maximalgeschwindigkeit erreicht. Ah, shit. Ey, steht das da? Hast du jetzt nicht gefilmt? Nee. Doch, habe ich gefilmt, glaube ich. Steht Maximalgeschwindigkeit erreicht? Ja, tatsächlich. Wir haben mal Kacke mit der Sadi-Diagnose gebaut. Okay. Und ja, das Auto denkt, er kann nur 210 fahren, fährt aber an 255, 260. Okay. Der Porsche vor uns hat es auch auf jeden Fall extrem eilig. Da war ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Aber wenn der Wagen hier 210 erreicht, steht auf dem Tacho Geschwindigkeit erreicht. Maximalgeschwindigkeit erreicht und Bahntun erkennen. Auf jeden Fall sehr straight. Wir können hier die nächste abfahren. Das war's dann auch schon wieder. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Es hat mir mega Spaß gemacht. Marcello ist ein super sympathischer Dude.
Checkt seinen YouTube-Kanal aus, unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Und checkt auf jeden Fall die Arbeiten aus, die er hier an der S-Klasse durchgeführt hat. Ja, Marcello, danke, dass du hier warst. Das war die Folge 5 von Wie viel ist dein Auto wert? Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es kostet euch nichts, es ist nur ein Klick. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft direkt eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Kommentiert dieses Video, wie viel ist dein Auto wert, ist die Frage. Konstruktive Kritik ist auch gern gesehen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder auf meinem YouTube-Kanal Hinterhof Jargon. Haut rein, bleibt gesund. Wir sind raus. Peace out. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told